kommen immer noch neue mit dazu. Und so schön, ja, der Ton ist gut. Schön, das zu hören nach der Erfahrung vom letzten Mal. Und wir haben uns alle Mühe gegeben. Manchmal gibt es aber, wenn es die Technik im Spiel ist, immer wieder von neuem Überraschen. Und das ist immer eine gute Übung, denn ja, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, ist es ja so wichtig, dass wir lernen, mit unerwarteten Situationen klarzukommen und in unserer Mitte zu bleiben. Und da ist es so schön, dass unsere liebe Christina uns dabei begleitet und ja, auch mit dieser Gruppe hilft, dass wir immer wieder und auch mit den Übungen immer wieder in unsere Mitte kommen, wenn wir sie mal verloren haben und stabil bleiben. Und ich finde es so schön zu sehen in der Vertiefungsgruppe, wie ihr euch alle unterstützt. Und das ist einfach ein großes Geschenk. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und wie ihr da seid. Ja, dann fangen wir mal an. Ich wollte eigentlich gerade eben eine Frage. Die kam nämlich zu dem Thema zur letzten Übung mit dem Kontakt zu den feinstofflichen Wesen. Da hat jemand gefragt, warum sich die Grundschwingung jedes Menschen, warum die unterschiedlich sich anfühlt, ob die von unserer seelischen Entwicklung abhängt und auch davon, woher wir kommen. Also ob es sein kann, dass es wirklich inkarnierte Elfen, inkarnierte Engel, Feen, Meeresmenschen und so weiter gibt. Und ob du dies in dem Energiefeld von Menschen sehen kannst. Also, die Schwingung von einem Mensch, die fühlt sich ja nicht nur verschieden an, sondern die ist das ja auch. Ich hab doch da mal einen Text hochgeladen in der Gruppe. Ganz am Anfang. Aber Okay. ja. Ja, gut. Also nicht, weißt du, nicht wegen den Feen, aber so allgemein ist es auch egal. Also es hat schon mit der Seele zu tun. Also was wir seelisch mitnehmen. Warum wir inkarnieren. Aber es hat auch mit unserem Tagesbewusstsein zu tun. Und das ist auch bei jedem anders. Und dann ist halt auch die Energie von jedem Mensch nur schon darum verschieden. Und auch das, was wir in unserem Unterbewusstsein haben. Das kommt ja teilweise von uns als Seele. Also das, was wir seelisch mitnehmen. Aber auch, was wir von unseren Vorfahren mitbekommen. Weil sobald wir hier auf der Erde sind, dann nehmen wir ja auch Dinge von unseren Vorfahren mit. Also das haben wir ja in den Zellen drin. Und dann ist das in unserem Unterbewusstsein und das hat auch eine Wirkung auf unsere Schwingung. Und dann gibt es auch schon auch Seelen, die früher mal Feen waren oder Zwerge. Und ja, das ist dann ja auch mit drin im Unterbewusstsein.
Also auch wenn das jemand gar nicht mehr bewusst weiß. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Hier kommt auch noch eine Frage zu der Schwingung der Erde. Du sagst ja immer, die Erde hat beschlossen, ihre Schwingung zu erhöhen. Und es gibt aber ja sehr viele Menschen, die auch Rituale machen, die der Erde helfen möchten dabei. Da kam die Frage, hältst du das für sinnvoll? Hilft es der Erde tatsächlich, ihre Schwingung zu erhöhen, oder geht sie ihren Weg sowieso, ganz egal, was wir tun oder nicht tun? Also, wenn wir der Erde also wenn wir gute Energie schicken, dann hilft ihr das. Aber es ist nicht davon abhängig. Also die Erde erhöht sowieso ihre Schwingung. Ganz unabhängig davon, ob wir Menschen damit mitgehen. Aber wenn wir Menschen ihr helfen, dann nimmt sie das auch an und dann hilft ihr das auch. Ja, danke, liebe Christine. Zu der Übung mit den Hellsinnen kam hier auch die Frage, wie wir denn diese Hellsinne jetzt besser trainieren können. Also, wenn wir jetzt diese Übung machen, die du vorgeschlagen hast, und dann erfahren, dass wir zum Beispiel oder spüren, dass wir tatsächlich einen Hellsinn haben oder einen, der sich besonders meldet, wie man dann weitergehen kann. Also eigentlich ist das ja einfach Übung. Und dass man also lernt, dass man dem vertrauen kann. Und dass man offen dafür ist. Und das geht ja nur darüber, dass man es übt. Also dass man, wie man weiß, mit welchem Sinn man am meisten wahrnimmt, dass man bewusst probiert, mit diesem Sinn halt zu arbeiten. Und zum Beispiel, wenn man mit dem geistigen Team spricht und um Hilfe bittet, dass man schaut, ob man mit diesen Hellsinnen eine Antwort wahrnehmen kann. Weil unsere Hellsinne, die haben ja auch damit zu tun, wie sehr wir offen dafür sind und ob wir uns auch vertrauen, dass wir diese Information bekommen. Ja, das passt zu einer weiteren Frage, nämlich jemand hat die Übung gemacht und dann kam als Antwort, hat die Person, so wie ich es verstehe, wohl einfach gehört oder es kam, sie schreibt, es kam Akasha-Chronik als quasi ihr Hellsinn und dass da ein großes Fragezeichen entstanden ist. Und sie fragt, ob es sein kann, dass sie einen Zugang zur Akasha-Chronik hat, ohne dass es ihr bewusst ist. Ja, also das gibt es schon. Und die Akasha-Chronik, das ist ja nicht in dem Sinn ein Sinn, sondern das ist ja mehr ein Feld, was wir wahrnehmen können. Und es kann schon sein, dass sie
da Zugang hat, ohne dass sie das bewusst weiß. Ja, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Und dann sagst du, ist es dann so, also wenn ich jetzt sage, okay, offenbar habe ich einen Zugang zur Akasha-Chronik, es ist mir aber nicht bewusst, dass ich dann mit meiner Absicht das trainieren kann, dass ich sage, ich möchte Informationen aus der Akasha-Chronik abrufen. Ja, also das ist das, was ich gemeint habe mit Üben. Also wenn wir mit unseren Hellsinnen etwas wahrnehmen wollen, dann müssen wir sie ja auch benutzen. Also wenn wir sie nicht benutzen, dann benutzen wir sie eben. Und es ist ja auch so, wenn man damit anfängt, dann vielleicht hat man eine Phase, wo man ganz viel wahrnimmt und dann vielleicht mal weniger. Und das ist ja auch nicht irgendwie negativ. Man muss sich ja auch erst darauf einstellen, wenn man das erste Mal macht. Also, dass man sich selbst auch nicht unter Druck setzt und das Gefühl hat, das muss morgen jetzt alles unbedingt funktionieren. Und das Wichtige ist ja einfach, dass man diese Absicht hat und dass man das einfach übt. Und sich auch nicht blockiert durch eigene Vorstellungen, wie die Wahrnehmung sein sollte. Weil manchmal nimmt man etwas wahr, aber es ist vielleicht nicht auf die Art, wie man das erwartet hat. Oder man nimmt etwas wahr und es ist nur so ein leises Gefühl. Also es ist dann nichts Großes. Und manche Menschen, die warten dann immer darauf, dass so was ganz Großes kommt. Und dann wissen sie sicher, dass es das ist. Aber manchmal ist es eben halt auch was Kleines. Und dass man das halt auch, ja. Also, dass man das auch wahrnimmt und dass das genau gleich viel wert ist wie etwas Größeres. Und was man auch machen kann, dass wenn man zum Beispiel eine Frage hat, auf die man eine Antwort möchte, und man merkt, dass man die Antwort jetzt gerade noch nicht bekommen hat, dass man dann einfach der Quelle oder dem geistigen Team sagt, dass man diese Antwort im nächstbesten Moment möchte, wo man im Tagesbewusstsein offen dafür ist. Also, dass man ihnen auch das sagt, dass sie diese Information auch erst später geben können in unser Tagesbewusstsein, wenn wir jetzt gerade nicht offen dafür sind. Ja, liebe Christine, es ist sehr hilfreich. Und wir waren ja am Wochenende an dem wunderbaren Kongress von der Quelle. Und ich glaube, einige, oder ich glaube nicht, ich weiß, einige von euch waren auch da. Ich begrüße euch an dieser Stelle nochmal. Und es war so wunderbar. Mir fiel gerade ein bei deiner Äußerung. Ja, man muss einfach üben. Und ja, erst dann werden die Fähigkeiten größer. Und es war ja der wunderbare Ricardo Leppe auch da, mit seinem Feuerwerk, was er da entfacht hat. Und der sagte, ja, das Gehirn verhält sich nicht wie Seife.
Nämlich je mehr man es benutzt, desto kleiner wird es. Ganz im Gegenteil. Und so ist es ja mit allem, was wir tun. Es ist einfach eine Übungssache. Und dann kommt uns so oft in die Quere, dass wir ja so ko konditioniert worden sind, dass wir immer das Gefühl haben, ja, so und so muss es sein. Oder wenn das und das ist, dann verhält sich das andere so und so. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir einfach diese Konditionierungen loslassen dürfen. Ich sage nicht müssen, sondern dürfen. Und das ist einer der Wege in die Freiheit. Und hier fragt jemand im Chat, kann meine Intuition mein Hellsinn sein? Zählt ihr unsere Intuition zu den Hellsinnen oder wo kann man sie einordnen? Ja, ich zähle das schon dazu. Ich weiß jetzt nicht, was er unter Intuition versteht. Aber ich denke, dass viele, die von Intuition reden, eigentlich Hellwissen meinen. Und dann ist das einfach ein anderes Wort dafür. Oder Hellfühlen. Also eigentlich kann es alles sein. Das ist ja. Also ich zähle das schon dazu, ja. Ja, ich glaube, Intuition hat sehr, sehr viel mit der Gefühlsebene auch zu tun. Also wenn wir nicht mit unserer Gefühlsebene verbunden sind, würde ich jetzt mal sagen, dann können wir auch keine Intuition fühlen, oder? Ja. Und ja, eben, und auch das ist so eine Konditionierung von uns, dass wir so gerne die Dinge einordnen möchten. In welche Schublade gehört das denn? Und ja, ich glaube, wir dürfen uns einfach freier lassen, als wir es jemals gewohnt waren.